Nun gut. Wir brauchen die Gießkanne. Und dürfen natürlich erstmal wieder unsere Kartoffeln gießen. Und es wird dann natürlich wieder mal Zeit, eine ja, sehr interessante Frage zu beantworten. Die unter anderem von meinem nächsten Gast kommen wird. Beziehungsweise, was heißt mein nächsten, mein ersten Gast. Und zwar hat er gefragt, schaue ich auch andere Let's Player? Ja, tue ich. Ist, ja, ziemlich unterschiedlich, was ich anschaue. Sind einige Unbekannte dabei, die mir aber ja sehr viel Spaß machen, da sie halt ja zum Teil echt witzige Sprüche drauf haben. Und natürlich auch den einen oder anderen schon etwas bekannteren. Welche das allerdings sind, verrate ich nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich guck den und den an, ganz gerne mal so, heißt es dann natürlich sofort wieder, ey, du musst den voll nachmachen. Ja. Mehr sage ich aber dazu nicht. Obwohl ich mich natürlich frage, wie soll ich die denn bitteschön nachmachen? Keiner hat so einen scheiß Dialekt wie ich. Das kann man nicht nachmachen. Aber gut, soll jetzt erstmal nicht das Thema sein. Ich mach einfach mal weiter. So, wir haben den Hammer, die Gießkanne. Geld müssten wir eigentlich genügend haben, denn wir bekommen ja morgen Besuch. Aus dem tiefen, tiefen Wald. Ja. So, was sagt denn das Wetter? Bitte Regen. Ah. Ja, komm, Hund. So. Oh. Weiß ich denn auch? What the... Warum? 5000 Gold. Oh mein Gott. Ja. Würde ich sagen, sparen wir noch ein bisschen. Gott. Warum so viel? Ich dachte eigentlich, dass es beim ersten Mal nur 2500 sind. Nun gut, soll jetzt auch nicht das ganz große Problem sein. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen arbeiten. Gott. Dabei wollte ich eigentlich bis Ende des Sommers, beziehungsweise bis, ja, so etwa Mitte des Sommers beide Häuser haben. Wird auf jeden Fall eine sehr knappe Sache. Und warum gieße ich hier die ganze Zeit? Ich wollte eigentlich in den Wald. Ich brauche Gold. Geld. Ja. Ja, ich möchte angeln.
Ja. Ah, ein Fisch. Gott. Ja, nun gut. Aber wir können uns ja mit unserer riesengroßen Kartoffelernte, die wir haben werden, dürfte das eigentlich kein Problem sein, die 5000 Gold für den Ausbau unseres Hauses zusammenzubekommen. Aber finde ich doch schon, ja, ganz schön teuer. Ja, 300, wunderbar. Ich hinterlege dir morgen die Summe. Ja, mach das. Das wirft jetzt natürlich meine ganze Planung etwas durcheinander. Alleine schon wegen dem Feiertag, der noch kommen wird. Auf jeden Fall alles ziemlich schwierig. So, komm. Haben wir denn? Natürlich haben wir nicht. Oh, die Axt. Ich merke gerade, dass ich das Kabel von meinem Headset jetzt schon hasse. Immer im Weg. Ja, komm. Keine Müdigkeit vorschützen hier. Ist etwas schade, dass man Holz nicht verkaufen kann. Denn so könnte man auf jeden Fall innerhalb eines Tages jede Menge verdienen. Nein! Scheiße. Ja, essen. So, auf ein neues. Ist natürlich der Nachteil bei Holz. Ja, bei Baumstämmen und Steinen, man darf sich nicht bewegen, während man, ja, da draufhaut. Denn ansonsten muss man wieder von vorne anfangen. Naja. Wie wird denn morgen das Wetter? Ja, natürlich. Kommt schon, wer hat jetzt was anderes gedacht? Ja. So. Na komm. Na. Ich brauche einen neuen Fernseher. Die Wettervorhersage ist immer scheiße. Na ja. Genau. Eben ganz schnell eine Reihe machen. Komm, Beeilung. Ja, jetzt ist die Gießkanne leer. Meine Güte. Wollen wir mal schauen, ob wir es denn schaffen, heute noch zwei Fische zu angeln. Morgen müssten ja die Kartoffeln dann auch reif sein. Also theoretisch.
Möchtest du eine Runde angeln? Ja. Na komm. Ach. Ja. Ach komm schon. Komm schon, beiß an. Der Ausbau meines Hauses ist teurer wie erwartet. Ey, das funktioniert ja. Oh, das wird auf jeden Fall eine sehr knappe Sache mal wieder. Ja, komm rein mit dir und zurück. Ja, komm, Beilung. Möchtest du angeln? Ja. Oh, das muss aber jetzt wirklich schnell gehen. Komm. Ach, Scheiße. Na gut, wir versuchen es einfach mal. Ich glaube zwar nicht wirklich, dass wir schnell genug sein werden. Hehe, natürlich nicht. Können wir sie denn irgendwo auffinden? Welchen Tag haben wir? Kann ich jetzt natürlich nicht nachgucken. Na gut, dann gucken wir mal in die Kneipe. Ach komm, hier hast du was Schönes. Wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Ja. Sie sagt irgendwie dasselbe wie an. Wir haben... Sonnabend. Na gut. Dafür finden wir sie morgen in der Kirche wieder. So, wir müssen unsere Felder wieder bewässern. Ja, ich glaube, das war... Ja, nee, doch, hat gereicht. Jetzt müsste auch jeden Moment unsere Gießkanne wieder leer sein. Also, gleich. Jeden Moment. Ja, jetzt. Ja, wir geht schon wieder los, also nochmal. Es sollte auf jeden Fall noch etwas Holz hacken gehen. Den Holz werde ich auf jeden Fall noch brauchen. Ja, jetzt ist schon wieder die Gießkanne leer. Mein Gott. Warum kann die nicht größer sein? So. Axt haben wir dabei, wunderbar. Gehen wir noch etwas Holz hacken. So. Na komm.
Mach jetzt nicht schlapp hier. Muss noch ein bisschen aushalten. Na komm. Ja, essen, ja. So, das soll aber erstmal reichen. Und genau in diesem Sinne würde ich auch einmal sagen, wir gucken erstmal, wie weit unser Gras ist. Ja. Muss noch etwas. Wir hatten sonst nicht weiter, oder? Nein. Gut. Hier haben wir auch alles gemacht. Ne? Wieder die Gießkanne, die machen wir jetzt natürlich nochmal komplett voll. Gut. Ah, das war das falsche Schild. Wir müssen hier oben hin. Ja, 378 Stück, das, ja. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Aber in diesem Fall würde ich jetzt ganz einfach mal sagen, damit ich nicht zu viel im Voraus aufnehme. Ja, morgen wird es aktuell. Ja, ja, ja. Würde ich ganz einfach mal sagen, ich mache hier an der Stelle mal eine Pause. Und freue mich auf jeden Fall schon auf meinen Gast. Wie gesagt, ja. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich sonst nichts weiter. Okay, es klingt immer so ein bisschen, ja, bescheuert, wenn man sagt, hey, ich hoffe, das hat euch gefallen. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich meine, wer hofft das nicht? Also, ich kenne zumindest niemanden, dem es nicht gefällt. Beziehungsweise, dem es nicht gefällt, wenn es einem nicht gefällt. Oh Gott. Okay, ich laber schon wieder viel zu viel. Nun gut, also wie gesagt, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich mache eine kleine Aufnahmepause, bis, ja, nächste Aufnahme wird dann mit Gast sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!